Wir sollen den Verteidigungsminister greifen. Wird das die letzte Folge von Splinter Cell Blacklist, meine Freunde? Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge. Wir werden sehen. Eine ganz, ganz bescheuerte Lage, oder in einer ganz bescheuerten Lage befinden wir uns gerade. Also dann, drück ich einfach mal E. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Fifth Freedom ausführen. Ach du Scheiße. Wenn's denn unbedingt sein muss. Oh, verdammt. Man kann unten wirklich sehen, das habe ich glaube in der letzten Folge angemerkt. Die haben den wirklich die komplette Hand abgetrennt. Scheiße, ey. Diese Dreckschweine für Freedom. Tut mir leid. Nein! Riggs. Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Scheiße. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Oh, fuck. Alter. Vorsicht. Da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Ha! Genau. Scheiße. Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Erschießt jeden, den ihr findet. Oh, Scheiße. Geht weiter und seid vorsichtig. Komm schon! Oh, Alter. Nein! Sam, Briggs hat's erwischt. Sadiq versucht abzuhauen. Scheiße. Bin okay. Hol dir Sadiq. Du verblutest hier. Bring es zu Ende, Sam. Oh, zum Glück habe ich die Waffe aufgehoben. Vielleicht könnten wir ihn somit retten. Scheiße. Grim. Briggs braucht einen Sanitäter. Es ist aus! Nein, das ist gerade erst der Anfang. Jetzt wird's nochmal spannend. Oh fuck, und wie spannend. Wo steckst du? Von hinten auch noch. Na toll. Ich, der große Schleichkünstler. Haben wir denn gar keine? Wir haben echt keine Waffe. Das muss ich jetzt alles perfekt timen. Ach, komm schon. Eigentlich ist es ja einfach. Eigentlich. Als nächstes muss ich also dahin. Ich bin jetzt gerade doch leicht angespannt, aber jetzt storymäßig, weil das nimmt jetzt auf einmal schon wieder so eine ganz komische Fahrt auf.
Hoffentlich kriege ich das gleich beim ersten Mal hin. Boah. Nein! Der haut ab, der Arsch. Komm schon. Ich werde kommen. Um dir an den fetten Arsch zu treten. Du Stück Scheiße. Na gut, so fett ist er jetzt nicht, aber glaube ich. Ich muss hinten rum. Jetzt schnell. Boah. Ich stehe noch sehr ungünstig. Ich könnte ihn noch nicht angreifen. Beziehungsweise es würde wenig Sinn machen. Der hat mich gesehen? Scheiße. Wieso hat er mich gesehen? Fuck. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Mist. Jetzt kann ich eine große Runde machen, das ist ja ein Traum. Uah. Boah. Der zieht gerade ganz woanders hin, der ist total abgelenkt. Das sollte ich zu meinem Vorteil nutzen. Immer mit der Ruhe, Echo. Immer mit der Ruhe. So könnte das klappen. Vielleicht war das jetzt wirklich Absicht gewesen. Also das ist ein Spielskript. Der sollte... Och, Alter. Der sollte mich anscheinend sehen. Na, guck mal. Der zieht jetzt bloß die ganze Zeit bloß noch starr dahin. Er muss hier sein. Oh ja, das ist er. Wo ist jetzt der hin? Jetzt krieg ich dich, du Sack. Jetzt hab ich dich! Das sollte erstmal reichen. Was? Der kann sich noch immer wehren? Was ist denn das für ein Typ, Alter? Nimm die Waffe hoch, Sam. Wieso nimmt er die Waffe nicht? Na toll. Wir sind auch noch angeschlagen. Ach, die Waffe ist leer oder was? Nee. Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Nein! Gib endlich auf! Was? Messer? Komm schon! Wiederholt drücken, komm! Nein! Nein! Was? Ich hab doch gedrückt! Wo steckst du? Ich hab doch gedrückt! Ey, was? Ich hab doch... Och. Ja, das ist doch jetzt schon ganz große Kacke. Das gibt's doch nicht. Hattest du dir dein Ende so vorgestellt, Fischer? Jetzt rennt er da rüber. Komm schon. Mist. Alles nochmal. Alles nochmal auf Anfang. Na toll. Ich hab doch aber wiederholt gedrückt. Wieso hat er darauf nicht reagiert? Na los, Licht, geh schon aus. Nein! Hättest weglaufen sollen. Fischer! Nein!
Alter, was ist denn jetzt los? Na, jetzt werde ich unvorsichtig, weil ich jetzt ehrlich gesagt die Schnauze voll habe. Das ist jetzt... Ganz großer Mist ist das hier. Ganz ehrlich. Scheiße, das ist dumm. Nee, das war jetzt ganz blöd. Alter! Sam, was macht der denn hier? Na, wie gesagt, ich werde jetzt gleich unvorsichtig, weil mich das so leicht ankotzt gerade. Scheiße. Das steht irgendwie jetzt gerade ganz woanders. Was ist denn jetzt los? Mist, das gibt es doch gar nicht. Ich hab vorhin wiederholt E gedrückt. Aber der hat irgendwie... Ich hab das Gefühl, ich glaube, das liegt echt an meiner Tastatur, weil die macht manchmal... Toll, jetzt haut er wieder ab, der Sack. Die macht nämlich manchmal wirklich nicht das, was sie eigentlich soll. Wo steckst du? Mist. Ja, der haut bestimmt gleich wieder ab. Schaut doch gerade eigentlich nicht nach hinten, oder? Komm schon. Jetzt! Jetzt nochmal, 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 nochmal. Jetzt muss es klappen. Denk dran, zielen. Bam! Okay, 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 okay. Jetzt wissen wir ja, was kommt. Sam, steh auf. Fand der da irgendwo hingeflitzt? Ich frag mich jetzt, von wo der kommt. Der kann... Hä? Endlich! Greifen. Und jetzt komm schon. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke! Alter! Es ist vorbei. Denkst du, das endet mit mir? 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben. Stell mich vor ein Gericht. Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Ich habe längst gewonnen! Es gibt immer eine andere Option. Scheiße. E für Three ausführen. Hab ich... Ich... Nein! Andere Option... Hallo? Der hat doch gesagt, andere Option. Ich hätte gerne die andere Option, bitte. Ich... Es ist so ein verdammtes Arschloch. Aber es würde mehr Sinn machen, wenn man ihn richtig leiden sehen würde. Das heißt, gefangen nehmen und dann foltern. Bis zum geht nicht mehr. Scheiße. Ich will... Ich weiß nicht, ich kann hier nichts anderes gerade machen. Ich bewege hier, drücke Maus, alles. Drücke Q, WASD. Leertaste, nichts. Ich kann nur E drücken. Also dann, wenden wir Fifth Freedom an. Los. Was? Oh Mann. Es gibt immer eine andere Option.
Status Fourth Echelon bestätigt. Boah. Donnerlittchen. Ist es jetzt wirklich das Ende von Splinter Cell Blacklist? Das können wir überspringen. Das ist schön. Geld brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Was ist es? Tiefschwarz? Was? Ghost. Was? Bei mir Gold. Hä? Was sind das für Sprüche hier? Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team, was? Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Bist der erste Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Das, meine Freunde, war also Splinter Cell Blacklist. Meine Güte, bin ich dann doch endlich fertig mit diesem Spiel geworden. Mann, das hat sich schon ganz schön gezogen, muss ich sagen. Hauptsächlich natürlich deswegen, weil ich mich absolut bescheuert angestellt habe. Ja, es ist leider so, es ist leider so. Hier gehen erstmal die Credits durch, die gehen relativ schnell durch, dass ich... Hallo, dieser Anrufbeantworter von Sarah Fisher. Hinterlasst eine Nachricht nach dem Ton und ich rufe zurück. Danke. Heb ab, Sarah, vorlesen kann. Ich bin's. Dad, tut mir leid. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und Anna und... Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön das zu hören. Ich hatte solche Angst, Dad. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Dad? Es ist vorbei? Kein Amerika-Staub? Oh, diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht, dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Ja. Das weiß ich, Dad. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns, wenn du nach Hause kommst. Sam Fisher kommt zurück. Na, kommt noch ein neuer Teil? Ich weiß es nicht genau. Nee, was ich sagen wollte, ich hab eigentlich den Faden von vorhin verloren. Das ist mal wieder typisch. Nee, ich bin jetzt schon so ein bisschen froh, dass das Spiel endlich vorbei ist. Ich muss sagen, es war zwar nicht schlecht, es sah natürlich auch stellenweise gut aus, es hat aber auch stellenweise seine Macken gehabt, grafisch. Ich fand zum Beispiel die Gesichter, die sahen so ein bisschen statisch aus, so... ich weiß nicht, ist das mimiklos? Teilweise. Also bei Andrew Coben konnte man sagen, ja, da konnte man schon so ein bisschen die Gesichtszüge und so weiter, aber bei Anna Grimm ist dort hier, also Anna Grimm halt, ich weiß nicht, die war immer so wie so eine frisch aus der OP gekommen, Gesichts-OP oder so, mit Botox aufgespritzt. Da hat sich ja kaum was gerührt, das, naja. Nun gut. Was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Wie gesagt, es war nicht schlecht, aber ich bin wirklich froh, es ist vorbei. Es war leider nicht
der beste Titel. Ich muss sagen, stellenweise fand ich doch Conviction besser. Ja, da werden jetzt einige sagen, ja, da war doch mal kein typisches Splinter Cell-Feeling. Das kam da jetzt hier erst bei Blacklist wieder. Ja, Ansichtssache. Ich fand das natürlich auch cool, dass man hier wieder dieses im dunklen Schleichen richtig mit Nachtsichtgerät auch wieder. Es war natürlich cool, aber ich weiß nicht, das kann einfach nicht mehr richtig mit den alten Splinter Cell-Teilen mithalten. Vor allem nicht mit Chaos Theory, welcher mein persönlicher Favorit ist, muss ich sagen. Also der erste Teil war schon nicht schlecht, Pandora Tomorrow war gut, aber Chaos Theory, das war wirklich Bombe. Das war wirklich super duper. Double Agent fand ich schon wieder blöd, ich habe beide Versionen gespielt. Sowohl die, ich sag mal, Next Gen, also sprich die PC-Variante habe ich gespielt, als auch die alte Xbox-Variante, also die erste Xbox noch, also nicht Xbox One, ja, ihr werdet schon verstehen, wie ich das meine. Double Agent fand ich nicht so pralle, fand ich beide Versionen nicht so toll. Wie gesagt, Chaos Theory ist mein persönlicher Favorit. Ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Was war denn euer Lieblings-Splinter Cell-Teil? Wie gesagt, bei mir war es halt der dritte Chaos Theory. Mein Mund ist schon furztrocken vom Erzählen, vom Labern und von Gülle erzählen. Das, was ich halt am besten kann. So wie jetzt gerade. Na, ich bin mal gespannt, ob wirklich noch ein weiterer Titel kommen wird. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht informiert. Also persönlich, ich habe mich jetzt auch persönlich nicht informiert, so meine ich das jetzt. Ja. Was werden jetzt so demnächst noch für Eric Johnson als Sam Fisher? Genau. Was werden demnächst noch für Projekte anstehen? Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher. Ihr habt wahrscheinlich jetzt sowieso schon mitbekommen, dass die Folgen von Splinter Cell sowieso in letzter Zeit sehr unregelmäßig erschienen sind. Ich denke mal, so direkt, so jeden Tag jetzt wirklich eine neue Folge von irgendeinem Let's Play, wie gesagt, ich weiß noch nicht hundertprozentig was, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das erstmal kommen wird. Ich denke mal, vorerst, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wird das wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so der Fall sein. Das wird so wieder bruchstückenhaft, denke ich mal, erscheinen. Eine Folge von irgendeinem Let's Play. Ich finde auch stellenweise die Zeit nicht so wirklich, zwei Let's Plays auf einmal zu machen. Wie gesagt, die Arbeit ist ja noch dazwischen. Manchmal, und da muss ich jetzt ehrlich, da bin ich jetzt wirklich ehrlich, manchmal, man muss auch zum Let's Playen, muss man wirklich Lust haben. Es gibt wirklich Momente, wo man so, also, ich mache Let's Plays wirklich, das möchte ich jetzt einfach nochmal an dieser Stelle betonen, ich mache Let's Plays wirklich, weil es mir Spaß macht. Ich mache die jetzt nicht, weil, du musst jetzt unbedingt, klar denkt man das manchmal, du solltest jetzt mal wieder was machen. Manchmal ist es so, da kommt die Lust während des Spielens, während des Aufnehmens, es ist manchmal so. Aber es gibt wirklich Momente, da hast du einfach keine Lust, denn eigentlich müsstest du aber, ach nee, komm, das hört man denn meistens auch, finde ich. Also ich habe schon mal ein paar Let's Plays gesehen von anderen, wo man schon so ein bisschen rausgehört hat, und ja, da ist der nächste Gegner. Oh. So halt, diese Art und Weise. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie? Das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden, sowas. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, ich weiß. Ich habe selber absolut keinen Plan, wie man am besten vorgehen soll, überhaupt die Let's Plays richtig zu machen. Ich meine mal, ich habe jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind es jetzt glaube ich 157 oder 158 Abonnenten. Natürlich schauen jetzt natürlich nicht alle 158, die ich jetzt habe, oder 157 oder wie viel das jetzt gerade sind, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Schauen natürlich nicht alle die Let's Plays. Das ist mal so, mal so. Mal hast einen Lauf, mal hast einen Tag, wo alle Folgen, ja nicht alle Folgen, aber viele Folgen gesehen werden. Das sieht man dann in dieser Statistik, dieser Analytics von YouTube. Und dann gibt es Momente, wo zwei Tage total auf Laute, da guckt kein Hannes, guckt denn da deine Videos, ja. Ja, das ist dann schon irgendwo manchmal deprimierend, sage ich jetzt mal. Und wenn das dazu ein Daumen runter oder sowas kommt, dann ist das natürlich noch bescheuerter. Dann denkt man sich, warum mache ich das? Ja, und dann gibt es wieder die Momente, wenn man sich mal so ein bisschen dazu zwingt, mal doch wieder ein bisschen was zu machen. Und dann kommt der Spaß und dann freut man sich halt, wenn jemand da etwas guckt.
Ja, ich laber einfach bloß noch Dünnes, während ja die Credits drüber laufen. Ja. Ich habe ja schon gefragt, welcher Teil war euer Lieblingsteil des Splinter Cell? Was wir als nächstes machen, werde ich jetzt schon gesagt. Beziehungsweise halt, dass ich momentan noch keinen Plan habe, was als nächstes kommt. Ich muss auch zugeben, ich habe in der Zwischenzeit auch Assassin's Creed 4 Black Flag gespielt. War natürlich so ein bisschen ein anderer Grund mit, warum dann stellenweise kein Splinter Cell kam. Aber ich habe kurzzeitig überlegt, machst du das als eine Art Netztest, also angespielt, Assassin's Creed PC, würde er weniger oder hätte er weniger Sinn gemacht, weil das Spiel ist jetzt nun wirklich schon länger draußen. Und ich hatte es mir erst jetzt zugelegt. Da würde es echt sehr wenig Sinn machen, da so ein angespielt draus zu machen. Ja. Deswegen habe ich das doch lieber in Ruhe gespielt. Und ein richtiges Let's Play draus zu machen, ganz ehrlich, nein. Da ist mir das Spiel zu umfangreich und es gibt gewisse Spiele, die spiele ich einfach so selber für mich gerne. Sowas wie Mass Effect zum Beispiel. Hatte ich manchmal auch überlegt, ja, ey, machst du ein Let's Play, ist eigentlich übelst coole Reihe, das macht richtig Spaß. Ja, es macht schon Spaß, aber das als Let's Play, das dauert wirklich zu lange. Und da bin ich ehrlich, da habe ich keine Geduld für, weil das keine Ahnung, das würden denn. Also so ein Spiel, so ein Titel, könnten wir so gut und gerne so 60, 70, 80, vielleicht sogar 100 Folgen. Und da ist mir ganz ehrlich, ist mir denn doch irgendwo die Zeit zu schade. Nicht falsch verstehen, ich mach das schon gerne. Aber nee, lieber sind eher kürzeren Titel, wobei Splinter Cell, das ist jetzt, glaube ich, mein zweites Let's Play. Also in meiner Let's Player-Karriere, wenn man das so nennen kann. ist Splinter Cell, glaube ich, das Spiel jetzt mit den meisten Folgen, also mit den meisten Parts, die ich jetzt habe. Der wievielte ist denn das jetzt überhaupt? Der 43? 42? 43, glaube ich. Ich habe aber noch ein anderes Spiel. Was war denn das? Ich glaube Bioshock 2. Ich hatte mal auf einem anderen Kanal, hatte ich ja mal auch Bioshock. Ich habe Bioshock 2 und ich habe auch Bioshock Infinite. Also das Hauptspiel selber hatte ich ja mal Let's Played auf einem anderen Kanal. Komplett. Und ich glaube, da war Bioshock 2 das längste Spiel. Ich glaube sogar mit 42 oder mehr. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich hatte schon mal kurzzeitig überlegt, dass aus dem alten Kanal, der ist sowieso nicht mehr aktiv, das praktisch da komplett zu streichen. Und diese mal hier auf diesen jetzigen Kanal hochzuladen. Andererseits denke ich mir so, wenn ich mir mal so ein paar Folgen angucke, nee, nee. Vielleicht werde ich das irgendwie mal so als auf dem jetzigen Kanal, wo ich jetzt hier gerade bin, hier auf Leeko LP, vielleicht mache ich mal so eine Art Archiv oder sowas, wo ich meine alten Let's Plays mal mit reinstopfe. Ich weiß noch nicht genau. Da werden dann natürlich noch Informationen rausgehauen, wie zum Beispiel die Begrüßung des alten Kanals und so weiter. Ja, das kann ich nun leider nicht mehr rausschneiden, wie ich das mal stellenweise vorhatte. So, ja, nimmst du das mal raus, aber nee. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das als Archiv mal erstellen werde. Schön, dass du auf den Beinen bist, Vic. Oh. Schön, auf den Beinen zu sein. Noch eine Woche im Krankenhaus und der Fraß hätte mich umgebracht. Waren sie dann nett zu dir? Die Ärzte waren klasse, aber die Schwestern. Erinnerst du dich noch an den Elefanten, den du fast mal gekauft hättest? Natürlich, du redest ja dauernd davon. Sekunde mal, du hast einen Elefanten gekauft? Das ist sehr lange her. Ja, aber weißt du, was ich glaube? Dieser Elefant hat sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ich schwöre euch, dass der mir dort dreimal am Tag eine Spritze in den Arsch gejagt hat. Der Elefant hatte die Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen. Okay, das ist ein Argument. Leute, es tut gut, draußen zu sein. Bist du okay, Vic? Das letzte Mal ging es mir nach meiner zweiten Scheidung so gut. Nach 2 Monaten im Bett will ich endlich wieder arbeiten. Hast du ein Projekt im Auge? Oh ja, ein sehr wichtiges. Ich denke ständig an Sam und Elefanten. Du denkst generell zu viel, Charlie. Darauf trinke ich. Da sag ich nur Prost! Weg. Huch. Hä? Okay.
Ja, dann ist das Let's Play wohl doch noch nicht zu... Hä? Was ist denn jetzt los? Gibt es ja noch Blacklist Mission 1? Es gibt noch eine Blacklist Mission? Standort F. Okay, anscheinend kann man die Mission noch einmal neu machen. Na gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich schaue mir das noch einmal in Ruhe an. Würde mich dann gegebenenfalls, also jetzt nicht mehr in dieser Folge, vielleicht in der, also in einer eventuellen nächsten Folge nochmal dazu äußern. Beziehungsweise nochmal spielen, nochmal gucken, was da jetzt, ich glaube mal, man kann bloß die Mission einfach nochmal neu starten, mehr ist das nicht. Okay, dann verabschiede ich mich von euch. Guck mal, Blacklist Angriff auf Amerikas Staub, mit Fragezeichen versehen. Okay, dann sage ich, haut rein, fahrt nicht besoffen Auto. Das ist das vorläufige Ende, würde ich jetzt erstmal sagen, von diesem Let's Play von Splinter Cell Blacklist. Es freut mich, dass einige von euch zugeschaut haben. Und ja, dann sage ich, haut rein, fahrt nicht besoffen Auto und tschüssi.